3, 2, 1, willkommen zurück zu Rise Son of Rome. Das müsste jetzt Folge 10 sein und wir setzen mal die Kampagne fort. Wir sind ja mittlerweile in Britannien, hatten den König und die Tochter des Königs gefangen genommen und zum dortigen Statthalter gebracht, ein Sohn des Imperators, und er vermisst irgendwie seinen Bruder, der bei den Hornmenschen oder so, zu den Hornmenschen verkauft wurde. Das ist im Grunde ein anderer Barbarenstamm mit großen Tierköpfen auf dem Kopf. Sag mal so, Tierköpfe auf dem Kopf. Ah ja. Erstmal wieder orientieren. Wo bin ich? Wasser. Und ich muss meine Männer finden. Ach, stimmt ja. Dann wurden wir angegriffen und einem Abhang runtergeworfen. Seitdem sind wir von unseren Männern getrennt. Jetzt kommt's mir langsam wieder. So, da hängt doch schon einer von unseren Männern. Boah. Fallen eklig, weil ich mich da jedes Mal erschrecke. Falle. Was soll der Mist hier, die ganzen Fallen? Lagerfeuer. Speicherpunkt. Dann mal. Oh, scheiße. Ein großer Hornmann mit Knüppel. Wow, wow, wow. Der Combo, schade. Hätte ich mit Exekution wohl mehr rausholen können. Dann mal. Komme ich hier hoch? Das sieht so sehr nach Treppe aus. Naja, gut. Bin ich falsch? Warum muss ich zurück? Kam ich nicht aus der Richtung? Nette Schädel. Ah. Rot muss ich anfangen auszuweichen. Bah, Mist.
So, und Exekution. So, weiter. Legendäre Hinrichtung, okay, weil es zwei waren wahrscheinlich. India Combo. Speicherpunkt. Wow. Ah! Jawoll. Schade. Ich bin zu ungestüm. Ich bin ein Ungetüm. Was ist das? Ein Backofen? Ein kleines Häuschen. Okay. Wir gehen mal erstmal auf Gesundheit. Hier müssen wir hin. Schauen wir uns erstmal die anderen Ecken hier an. Okay. Es gibt keine anderen Ecken, dann mal vorwärts. Was knarzt hier so? Die Weltenschlange sein. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Religion die genau haben. Die Höhle macht Eindruck. Mögen die Götter sich unser erbarmen. Oh, oh, oh. So, abrollen, abrollen, abrollen. Voll getroffen. Boah. Pam. Horn ab. Durch den Bauch. Ah. Okay, alle platt. Kurz schauen, was hier noch ist.
Neue Chronik gesammelt. Okay, dann mal. Hi, wie geht's euch, Kollegen? Alles noch fit? Ich danke euch. Wir müssen sie alle retten. Na los. Was sehen denn die anderen? Ja, Herr. Da lang. Okay. Habt ihr Waffen? Waffen dabei? Sehr gut. Erstmal hier hinten lang schauen. Hier sieht's ruhig aus. Bloß keine Hektik. War das jetzt gut? War das schlecht? So, dann hier auch mal noch was kaputt. Und hier. So, und dann mal runter. Warum wir das machen, keine Ahnung. Erstmal einer weg. Das gibt's doch nicht. Der hinter mir. So, und Kinnhaken in den Hals. Wo sind die anderen? Gegen den Ziegenbockmann. Knack durch den Rücken. Warum ich die Dinger zerstören kann, keine Ahnung. Ach Scheiße, die hätte ich wohl nachher gebraucht. Öffne die Käfige, hopp. Los! Käfig auf! Herr, ich habe die Teile gesehen. Sie haben ihn zum Weidenmann gebracht. Der Weidenmann, wo ist denn das Riesending? Sehe ich schon hier nicht. Geht in Stellung! Na komm. Komm, Piken nehmen. Hier kommt niemand. Oh,
Wollt ihr mich verarschen? Hier kommt niemand. Ach so, muss ich hier erst die Fahne anklicken oder was? Schildkrötenformation! Schützen! Position! Ich bin am Scorpio! So, wo sind die Kollegen? Da hinten. War's das schon? Easy. Ganz kurz mal schauen. Kann man hier zufällig hochklettern? Nein. Irgendwelche Sammelstücke hier? Sieht nicht so aus. Na gut, dann marschieren wir mal, oder? Schlachtformation! Vorwärts! Wir können auch rückwärts. Gut. Schöne Sache. Hier sind echt nicht viele Leute. Okay, der backt rum, würde ich sagen. Junge, alles gut mit dir? Oh, da oben. So, ich glaube, wir müssen uns gleich einigeln. Haltet aus! Kommt der eine noch. Getroffen. Okay, die haben echt Respekt vor uns. Okay. Wir haben nicht geschossen. Warum nicht? Ah, wir laufen weiter.